Hallo meine Freunde der Schlangen und willkommen zurück zu Let's Play Lego Ninjago Schatten des Ronin. Ich bin der Drachenbursche und heute wird gegrüßt in diesem wunderbaren Part Nummer 25, nämlich der Andreas, der Ayub, außerdem der Tom und noch der Chris. So, warte mal, hier können wir ja, komm mal hier in den Schnee, warte mal, wo ist denn Cole eigentlich? Der Cole müsste ja hier Schneebälle aus dem Boden holen können und ich glaube das Problem war, dass nur hier am Anfang Gegner kamen. Ich glaube das war hier das Problem. Genau, hier ist schon mal der Schneeball. Und hier ist auch schon jemand draufgegangen. Und jetzt müssen wir nur noch einen Feind damit besiegen. Zum Beispiel dich hier. Genau. Und da gibt es dann auch schon eine Lawine. Beziehungsweise einen Erfolg. Ja, genau. Was waren die anderen Sachen? Die anderen waren, glaube ich, dass wir 5 Blöcke schmelzen mussten, oder? Ja, 5 Eisblöcke müssen wir schmelzen. Und alle 3 Sammelgegenstände. Momentan haben wir leider nur einen von den Sammelgegenständen. Aber die anderen 3 werden wir auch noch finden. Ich weiß noch, da gab es so was ganz Gemeines, dass wir es nicht mehr machen konnten. Dass wir uns irgendwie verfahren hatten oder so. War eine verfahrene Situation, da hatten wir das halt aufgebaut hier, da kann ich mich noch schwach erinnern, da war was. Aber dieses Mal machen wir den Fehler nicht nochmal, sage ich jetzt einfach mal und mache den Fehler dann wahrscheinlich trotzdem wieder. Egal, so, wir schmilzen hier noch auf, Eisblock Nummer 2. Sind halt echt die einzigen Gegner da am Anfang, deswegen muss man das immer gleich am Anfang machen. Und letztes Mal hatte ich das irgendwie, habe ich gedacht, der Cole holt immer nur irgendwelche... irgendwie Stein aus dem Boden raus und kann kein Eis machen, aber wenn wir... Die Tür dort wichtig ist, dann sollten wir sie wohl besser aufkriegen. Wäre ich auch dafür, dass wir die da aufkriegen. Das dreht sich sicherlich von selber. Der Mechanismus dafür muss dort unten sein. Ja. Nein, fast hätten wir es sogar geschafft. Na gut, wir wechseln mal zu Zane, weil Zane der Einzige ist, der hier runter zu dem Mechanismus kommt. Oh, den haben wir schon nicht dabei. Wo ist denn Zane? Da ist Zane. Welche Form nehmen wir? Nehmen wir den normalen Zane mal. Letztes Mal hatten wir ja den anderen hier, damit wir hier auch alle Zanes mal sehen, die es hier so gibt. Wobei alle sind wahrscheinlich trotzdem nicht, aber den Großteil der Zanes sehen wir zumindest. Genau, hier konnten wir drehen. Die Münzen sind eher nebensächlich. Ne, dann drehen wir lieber gleich. So, einmal da drauf. Genau. Ich glaube, der andere von uns muss aber trotzdem hier draufstehen, oder? War das nicht so? Keine Ahnung. Genau. Einmal hier drehen. Ich weiß nicht genau, was ich gebracht hatte. Genau, das hatte erstmal noch gar nichts bewirkt gehabt, weil da konnten wir auch hier mal hoch. Hier können wir momentan noch nicht. Hier konnten wir noch nicht so viel falsch machen. Also leicht zu durchbrechen, sagst du? Ah, hier waren auch nochmal Stangen, okay. Okay, da müsste man das irgendwie einfrieren. Ah, da ist was. Ja, ich sehe sogar, für wen es ist. Das leuchtet grün und grün, wisst ihr, was es bedeutet. Das heißt, das ist für Leute. Und Leute haben wir sogar dabei gehabt, habe ich gerade gesehen. So, einmal aufschmelzen und dann gleich mal Leute nehmen. Oh, uns fehlt auch noch der rote Stein. Ist der rote Stein in dem Level? Das können wir auch gleich mal gucken. Das kann man ja nur im Level schauen. Ja, der rote Stein ist ja auch noch. Gut, dass ich das gerade sehe. Ich tippe mal, dass das, um darüber zu kommen, dass wir jetzt den roten Stein auf der rechten Seite bekommen und nicht eine Charaktermünze, aber da kann ich mich natürlich auch täuschen. Ich hoffe es jetzt einfach mal, es ist der rote Stein. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal die grüne Brücke gebaut, um darüber zu kommen. So, grüne Brücke ist fertig. Ah, hier gibt es auch noch einen Eisblock zum Schmelzen. Das ist gut. Na gut, dann den nehmen wir auf dem Rückweg mit den Eisblocken. Machen erstmal hier noch mit Lloyd weiter. Egal, ja, ich wusste doch, dass der rote Stein hier ist. Stat-Multiplikator mal 5. Na, wenn wir... Mal 5? Sonst gab es doch immer mal 4 und mal 8, oder? Also mal 5 ist mir neu. Den können wir wahrscheinlich, können wir den schon kaufen? Muss man gerade gucken. Können wir in den Shop rein? Das wäre natürlich cool, wenn wir den hier direkt kaufen könnten. Ich glaube sogar, wir könnten ihn direkt kaufen. Einmal darüber. 200.000, wir haben 200.000. Jawohl. Ja, auf jeden Fall kaufen. Weil dann haben wir schon mal 10 hier. Und wenn wir schon mal 10 haben, dann geht es auf jeden Fall deutlich schneller, alles zu finden. So, wir müssen jetzt natürlich auch noch aktivieren. Genau, aktivieren tue ich den wahrscheinlich so, oder? Nein, da bin ich. Ups. Dann muss ich in diesen anderen da will ich nicht hin. Da will ich rein, warte mal. Genau, hier will ich rein, in das Menü. Weil da kann ich nämlich den dann auch aktivieren. Oder konnte ich den nicht aktivieren? Oder muss ich da ins Hauptmenü rein? Kann ich weiß nicht. Nee, es gab ein eigenes rote Steine-Menü, oder? Gab es nicht ein eigenes rote Steine-Menü? Genau, es gab hier ein eigenes rote Steine-Menü, wo man sie aktivieren... Der war doch nicht... Doch, der war aktiviert. Naja, keine Ahnung. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal 10 Multiplikator. Jetzt sollte es auf jeden Fall, vielleicht gibt es sogar noch einen Multiplikator, aber zumindest startmäßig sollten wir jetzt auf jeden Fall keine Probleme mehr haben. Genau, Kai wollten wir hier noch nehmen, damit wir das hier aufschmelzen können. So, lieber Kai, ups, noch mal Münzen eingesammelt, schön. Einmal aufschmelzen bitte. Ah, perfekt, dann kriegen wir sogar 2 Sachen hier. Jetzt müssen wir nur noch eine Sache aufschmelzen, das ist gut. Das ist sehr gut.
Ja, mal zu Cole wechseln. Genau, hier hatten wir es dann gecheckt, dass wir wohl oder übel Schneebälle machen können. Und waren dann ziemlich enttäuscht, glaube ich, als wir festgestellt haben, dass in dem Level danach keine Gegner mehr kamen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube aber, hier kamen dann keine Gegner mehr. Hier bin ich mal runtergefallen. Hier war es auch gefährlich. Ja, mal eben. Mal zählen. Mal zählen ist natürlich schon mächtig hier. Sieht für mich nicht allzu schwer beschädigt aus. Ja. Na, dann reparieren wir es doch einfach. Vorausgesetzt, wir hätten den richtigen Ninja. So, jetzt wird aber repariert. Einmal reparieren, reparieren, reparieren. Den coolen Drachenkopf reparieren. Da oben ist nämlich auch das Zeug schon. Seht ihr das? Das leuchtet da sogar. Du bist dran, Kai. Da oben in der Mitte sehe ich sogar schon leuchten, das Zeug, was wir brauchen. So, Kai darf jetzt hier erst nochmal Feuer machen. Man durfte es nur nicht falsch drehen. Das war das Wichtigste. Schön, schöne Sache. Hier leuchten jetzt auch die Drachenschuppen auf. Was hast du anderes von einem Drachen erwartet, Cole? Es muss irgendwo noch eine andere Drachenstatue geben. Nämlich auf der anderen Seite ist die andere Drachenstatue. Das wissen wir sogar schon. So, einmal hier rüberschieben. Na, und nach unten damit. Genau, und damit konnte man es jetzt drehen und man musste so ein bisschen aufpassen, weil wir müssen in die Mitte auf jeden Fall. Wir müssen es schaffen, das Ding nochmal in die Mitte zu drehen. Das war das Wichtigste. Weil in der Mitte noch das ganze andere Zeug liegt und auch, ihr habt ja schon gesehen, gerade eben dieses Zane, ah, da ist der Zane. Und auch dieses, ups, einmal tauchen. Und auch der Eisblock zum Beispiel, der war ja auch noch in der Mitte, der fünfte. Genau, wir müssen das hier machen. Und dadurch können wir es dann irgendwie drehen, oder? Schauen wir mal, was da passiert. Genau, da hat man es nämlich einmal gedreht. Okay, ich hoffe mal, unser Kollege da oben ist da stehen geblieben. Sehr gut. Das hat zumindest funktioniert. Und jetzt müssen wir das nochmal so drehen, dass es in der Mitte stehen bleibt. Also nicht einmal die komplette Ninjago-Runde machen, sondern nur die halbe Ninjago-Runde. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen, weil von hier aus sieht man es nämlich nicht, wenn man es dreht. Das war letztes Mal auch mein Fehler. Na, noch ein bisschen, noch mehr nach da. So, noch ein bisschen. So, noch. Wir sind Perfektionisten. Na, noch. Ja, so. So können wir es lassen, glaube ich. Genau. Und hier brauchen wir dann nochmal unseren Freund Kai, der ja für das Feuer bekannt ist, das in ihm brennt, und holen dann gleich auch den fünften Eisblock. Und noch eine zusätzliche Brücke, um hier überhaupt hochzukommen. Da gibt es auch noch ordentlich was an Steinen hier. Okay, an der Seite gibt es nichts mehr. Aber hier gibt es dann auch noch den Sammelgegenstand, was auch schon der dritte war. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dafür, dass uns am Anfang noch so viele Sachen gefehlt haben, ging das jetzt echt erstaunlich gut. Okay, ich hätte gedacht, wir verkacken das vielleicht wieder mit dem Drehen oder so, aber nö, hat alles funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich mache das Level jetzt, glaube ich, auch nochmal zu Ende. Allein schon, weil wir ja... Ich glaube, wir haben jetzt aber alles, oder? Ich gucke nochmal kurz, ganz kurz rein, nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Ne, wir haben alles, perfekt. So, dann wechseln wir nochmal den Charakter hier oben. Einmal zu Kai rüber. Nochmal hier die letzten Münzen einsammeln. Das ist krass, wenn man dann einfach mal 100.000 oder so in einem Level bekommt. Das ist natürlich nicht schlecht. Hammer, 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 hammer. Ganz schnell reparieren den Drachenkopf, damit der Drache wieder Feuer spuckt. Und dann nehmen wir nochmal den Kai und befeuern das... Ups, immer noch die falschen Tasten. Und befeuern das Ganze hier. Gibt sogar mehr als 5 Eisblöcke, sehe ich da gerade. Gut zu wissen. Naja, das, was beim letzten Mal nicht geschafft hat, ist nicht so schlimm. Da gibt's Schlimmeres. Ich finde es aber cool, dass man die Sachen in den Leveln auch immer gleich kaufen kann. Auch die Charaktere und sowas. Ich weiß gar nicht, ging das in den neueren Lego-Spielen? Ich glaube, da musste man es immer außerhalb der Level kaufen. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Naja. Also, runter mit uns und wir holen auch noch die letzten Stats. Ein Stat-Magnet wäre eigentlich noch ganz nice. Genau, die holen wir auch noch hier. Ja, doch, so ein Stat-Magnet wäre ganz cool. Das ist auch, damit kriegt man auch nochmal deutlich schneller Münzen. Naja, egal. 100.000 haben wir jetzt auf jeden Fall schon. Wie komme ich... Ups. Ah, so kommen wir da hin. Du hast ein goldenes Siegel an der Tür. Denkst du, dass es dran ist, damit etwas Gefährliches nicht raus kann? Nein, damit etwas Gefährliches nicht rein kann. Wir. Gut gesagt. Ja, gut gesagt ist manchmal das Gegenteil von gut. So, die auch noch einsammeln und dann ab da rein und das Level erfolgreich beenden. Ja, die Zwischensequenz kennen wir schon. Die brauchen wir uns nicht nochmal anschauen. Schön, alles gefunden. Drei goldene Steine haben wir hier sogar geholt in dem Level. Und 100.000 Stats
Ich bin begeistert. Dann gehen wir gleich ins nächste Level. Wenn das hier schon so erfolgreich war, wie wird dann erst das nächste werden? Hoffentlich genauso erfolgreich. Die Eisschlangenkammer. Oh Gott, das war der Kampf gegen diese schreckliche Schlange. Und Sammelgegenstände hatten wir da auch nicht alle. Gut, wahrer Ninja sollte kein Problem werden. Oh, nicht ins Eiswasser fallen. Oh, das war so nervig, dieser Kampf gegen die Schlange. Das war ja so nervig. Das war ja so nervig, der Kampf gegen die Schlange. Okay, wir nehmen mal Kai. Wir schmelzen gleich mal das Ding da drüben. Wenn wir hier schon sind. Vielleicht ist da ja schon das Erste, was wir brauchen drinne. So, einmal schmelzen bitte. Ah, okay, das hatten wir damals schon gefunden gehabt. Vor allem ist es nicht in die... Oh, dieser Kampf gegen die Schlange war auch so furchtbar lang. Das war kein cooles Level. Ich glaube, das war das einzige Level, was mir nicht so gut gefallen hatte. Also von der Idee her war schon cool, aber das hat sich so gezogen gehabt damals. So, immerhin wahre Ninja sind wir schon geworden. Ah, Gott. Ist aber auch relativ spät aufgetaucht jetzt hier. Gerade das hier. Naja, zumindest unsere Sammelgegenstände sollten wir dann auch bekommen. Ja, genau. Wo ist das, was wir brauchen? Schön hier außen entlang laufen. Und da haben wir es auch schon gefunden. Den Eishügel, wo wir graben müssen. Also einmal schnell die Sachen ausgegraben. Und damit dann auch schon den zweiten Sammelgegenstand geholt. Den zweiten Charakter. Die zweite Charaktermünze freigeschaltet. Ne, da brauchen wir Coal. Wo ist Coal? Da ist Coal. Ich wollte Coal haben. Wieso kriege ich nicht Coal? Ich habe den Coal doch ausgewählt. Oh, geht doch. Und macht hier schon wieder alles kaputt. Gefährlich, wenn man auf dem Eis steht, dann hier alles. Jetzt müssen wir es auch noch schmelzen. Ja, Wahnsinn. Was hier von uns gefordert wird an Fähigkeiten, da müssen wir ja wieder alles raushauen, was wir nur haben. Vor allem alle Charaktere raushauen. So, einmal schmelzen und tada! Da ist ja das Objekt der Begierde auch schon. Perfekt. Pale Man. Der ist mit unsichtbaren Kopf. Cool. Kenne ich auch noch nicht. Wie gesagt, mit der Serie bin ich noch nicht so weit. Zumindest jetzt im März, wo ich das hier gerade aufnehme. Also gut, dann widmen wir uns mal der Schlange und fallen möglichst nicht ins Wasser. Weil also diese Schlange war echt nervig. Das habe ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Genau, wir mussten ja immer genau zum richtigen Zeitpunkt sie einfrieren. Genau, wenn das hier angezeigt wird, dann konnte man sie einfrieren. Und dann musste man sie schlagen, was wir irgendwie, glaube ich, auch nicht immer direkt hinbekommen haben. So gut, dass das hier kein Videospiel ist. Wäre es immer die Schlange. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an den Spruch. Aber cool ist er auf jeden Fall. So, hier schmeißt er nochmal Zeug von oben runter, die Schlange. Die Schlawiner-Schlange. Ja, was hast du noch auf Lager? Noch mehr von oben runter schmeißen. Oh, das muss doch nicht sein. Ups, nein, ich dachte, ich kann ausweichen. Das hat aber leider nicht geklappt. Jetzt kommst du ja schon wieder, du Schlangenvieh. Ah, die hat auch noch einen Schweif, die Schlange. Leider wird sie gleich wieder eingefroren vor lauter Wut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich glaube, aber es ist... Oder können wir, vielleicht müssen wir sie auch einfrieren am Kopf. Das kann natürlich auch sein. Weiß es nicht. Ja, doch, ich glaube, am Kopf einfrieren. Ah, das macht ja alles immer so wenig Schaden, dieser blöden Schlange. Vielleicht müssen wir sie doch schlagen. Vielleicht sollten wir es doch nochmal mit Schlagen probieren. Wir probieren es. Wenn wir sie nächstes Mal zu Boden bringen, dann... Oder ringen. Ja, zu Boden ringen. Hier die Herren des Ringens. Wenn wir sie das nächste Mal zu Boden ringen, dann werden wir auf jeden Fall das nochmal probieren, sie so normal zu schlagen. Letztes Mal haben sie auch, ich glaube, ich hatte auch letztes Mal schon einfach die falsche Methode angewandt, um sie zu besiegen. So, ist das jetzt auf Lager? Na, dein Schweif haust nochmal raus. Auch recht. Wir hauen dafür, wir lassen dich dafür erfrieren. Ja, doch, das, ja doch, jetzt haben wir euch auch ordentlich was abgezogen. Jetzt sieht man auch manche Eisplattformen wackeln so ein bisschen. Ich stand aber auf denen drauf, die nicht gewackelt haben, das ist gut. Ich befürchte, wir haben die Kreatur verärgert. Du bist ein Meister der Untertreibung, Zane. Das befürchte ich auch, dass wir die Kreatur verärgert haben, aber das war ja auch unser Ziel. Ich bleibe jetzt einfach mal weit weg vom Wasser die ganze Zeit. Das ist vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, wenn man mich nicht in Richtung Wasser wage, sondern hier die ganze Zeit... Wasser wage fast, ja. Sondern die ganze Zeit hier rumlaufe. In der Hoffnung, dass sie mich hier nicht erwischt. Da wird sie ein bisschen wütend, aber das bringt uns nicht viel. Da können wir nicht viel gegen machen. Es lohnt sich halt auch nicht, dahinter zu gehen, weil da können wir auch nichts anderes machen. Wir müssen ja nur warten, dass sie irgendwann wieder angreifbar wird, wenn sie sich hier genügend aufgeführt hat. Ja. Alles ganz böse, ich weiß schon. Herr Schlange, Herr oder Frau Schlange. Da ist ja die Schlange, also wahrscheinlich eher Frau Schlange. Oder vielleicht ist auch ein Schlangerich. So, auf jeden Fall können wir ihn einfrieren. Oder sie. Das böse Geschöpf.
das hat jetzt leider nicht so viel abgezogen. Das geht auch besser. Okay, noch bricht hier, glaube ich, nicht ein. Nee, die schmeißt weiter nur Zeug von oben runter. Mal gucken, wo sie es als nächstes einbrechen lässt. Ah, was hast du vor? Was hast du vor? Du schmeißt immer noch das Zeug von oben runter. Okay. Scheint hier die zweite Runde vom Bosskampf zu sein. Okay, okay. Aber auch damit werden wir fertig. Ja, dein Schweif haust du raus. Und jetzt kann man dich wieder schön ein bisschen abkühlen. Dein Mütchen kühlen. So, vielleicht im Sprung mal schlagen. Ja, diesmal haben wir ordentlich reingehauen. Diesmal hat es funktioniert irgendwie. Ich glaube, jetzt wird sie gleich nochmal... Ach, jetzt kam der kam jetzt da. Ah, der Eisspucker. Ja, gut, nicht so schlimm. Nicht so schlimm, mittlerweile wissen wir ja, was sie macht. Mittlerweile wissen wir auch vor allem, wie... Ja gut, wenn man weiß, wie man sie besiegen musste, glaube ich, dann geht es auch relativ flott eigentlich. Ich tippe mal, sie reißt irgendwann nochmal hier... irgendwas ein. Ja, genau, da wackelt es auch schon rechts. Genau, jetzt hat es gewackelt da. Ah gut, aber man sieht es rechtzeitig. Okay, jetzt haben wir... Das stimmt, ja. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Viele Varianten haben wir nicht mehr, wo wir hier ausweichen können. Aber sie hat ja auch nur noch weniger als die Hälfte der Lebensenergie. Ich hoffe einfach, ich falle nicht ins Wasser rein. Das wäre so ärgerlich, wenn ich jetzt reinfallen würde. Ich denke mal, wir fallen nicht rein. Nee, das klappt jetzt. Jetzt muss es klappen einfach. Oh, ich fürchte, die hat was besonders Gemeines vor. Ach, das war das. Ja, genau. Da hat sie uns zwar auch das ein oder andere Mal mit getroffen, aber wenn wir hier getroffen werden, das ist ja alles nicht so dramatisch. Oh, das Gute ist, da kann man sie immer, nach jedem Angriff kann man sie wieder angreifen. Und ihr weitere Lebensenergie abziehen. Oh, da hat sie uns aber gerade eben auch was gebissen. Oh, jetzt hat sie nicht mehr viel. Ah, jetzt reißt sie auch noch die letzte hier ein. Wow. Und, jawohl, wir haben es rüber geschafft. Genau, Gott sei Dank. Ich hole mir noch die paar Münzen hier. Und dann haben wir es, glaube ich, auch geschafft. Das ist korrekt, aber jetzt wissen wir zumindest, wo sie ihr Zeug hinhaut. Genau, perfekt. Oh nee, nicht. Ah, da war ich gerade ein bisschen zu langsam. Schade. Aber wir haben es zumindest hier rüber geschafft, das ist das Wichtigste. Wir müssen den Bosskampf ja leider beenden mit ihr. Das ist nicht lange immer diese Zeit hier. Diese Zeitspanne, in der man sie verletzen kann. Aber lang genug, damit wir es schaffen. Okay, also, ja, schon. Haben wir es schon? Nein, wir müssen noch einmal. Ich befürchte, wir müssen noch einmal. Hoffentlich macht sie jetzt nicht unsere Insel kaputt hier. Nee, ich glaube, sie macht unsere Insel noch nicht kaputt hier. Unsere schöne Eisinsel. Ja. Jawohl. Jetzt nicht verkacken. Wunderbar. Und wir sind definitiv nicht ins Eis gefallen. Also der goldene Stein sollte eigentlich uns gehören. Ja, lieber ohne Eiskristall G. Da hast du recht. Finde ich auch. Ist gesünder. Sollten wir das nach draußen verlagern, wo es weniger direkt tödlich ist? Kann nur zustimmen. Ich glaube, das war mit der nervigste goldene Stein in dem Spiel. Und auch den haben wir geholt, von daher. Alles gut. Genau, den haben wir geholt. Den anderen haben wir auch noch geholt. Und den dritten haben wir auch noch geholt. Das war schon wieder ein sehr erfolgreiches Level hier. Ich weiß gar nicht, ob es im nächsten Level uns auch noch was gefehlt hat. Schauen wir einfach mal nach, ob wir in diesem Kapitel 5 noch was anderes vermisst haben. Ach nee, das Kapitel 5 ist damit sogar schon abgeschlossen gewesen. Gut, dann können wir ja jetzt Richtung Stadt ziehen. Bla. Genau, jetzt sind wir wieder auf der Karte der Ninjago-Insel. Ich werde nochmal ganz kurz dann einen Flug zurück machen sozusagen. Nochmal mich umdrehen und schauen, ob wir da auch wirklich alles geschafft haben. Nicht, dass wir hier irgendwas liegen lassen. Wir könnten uns auch nochmal ein paar Charaktere eigentlich kaufen, aber ich glaube, das machen wir nochmal irgendwann anders. Bisschen später noch. So, genau. Hier sind wir jetzt fertig hier gerade beim Eistempel. Wir müssen jetzt Richtung Stadt fliegen. Ich gucke nochmal ganz kurz, wie gesagt, ob wir wirklich alles hier geholt haben. 15 von 15, 1 von 1 und 9 von 9. Wunderbar, die Frostwüste ist erfolgreich abgeschlossen. Das fünfte von den Kapiteln, das heißt, wir haben jetzt die Hälfte der Kapitel schon auf 100% gemacht. Und jetzt kommen wir zu Kapitel Nummer 6. Die Nindroids schlagen zurück. Da fehlt uns nicht so viel, da fehlt uns nur eine Charaktermarke. Okay, nee, das ist machbar, glaube ich. Dann schauen wir gleich mal, ob uns im ersten Level hier was fehlt. Nee, hier haben wir alles. Es könnte natürlich sein, dass das der rote Stein hier in dem ersten Level ist. Das wäre ja natürlich jetzt blöd. Aber nee, das war das Level, wo wir mit Nia rumgelaufen sind. Genau, hier ist auf jeden Fall nicht der goldene rote Stein gewesen, weil den hätten wir nämlich dann bekommen, glaube ich. Okay, dann gehen wir direkt ins zweite Level. Hier müssen wir nämlich was schaffen. Ah, genau, die Laserfallen hatten wir nicht alle erwischt. Genau, die Laserfallen, da hat uns eine Laserfalle gefehlt gehabt. Da kann ich mich auch noch erinnern. Da sind wir irgendwie zerstört worden und konnten sie deswegen nicht kaputt schießen, bevor wir von ihnen getroffen werden. Okay, gut, dann machen wir das mal direkt hier.
ist wieder ein Fluglevel und die Fluglevel habe ich ja sowieso besonders gern. Von daher, kein Problem für uns. Ich glaube aber, der rote Stein wird wahrscheinlich in dem dritten Kapitel versteckt sein, nehme ich mal an. Dran zu bleiben. Ich muss unbedingt dabei sein, wenn Jay seine Erinnerungen zurückbekommt. Also, laut Cyrus ist der Generator des Sturmfarmkraftwerks garantiert immer noch außer Betrieb. Wie ist das passiert? Er ist zerstört. Sollten wir das? Ja, Jay. Anscheinend nutzen sie das Kraftwerk zur Energiespeicherung. Deshalb glaubt Cyrus, ihre neue Energiequelle befindet sich in der Nähe. In der Nähe kann viel bedeuten. Das irgendwie eingrenzen? Nun ja, die Nimbroids werden sie wahrscheinlich bewachen. Also gehen wir einfach dorthin, wo die meisten von ihnen sind. Als über Kopf hinein in die Gefahr? Ich weiß schon, warum du nie unser Ausflugsprogramm gestaltest. Ach ja, diese Dialoge sind so gut im Spiel. Da, ein Weg durch den Sturm. Ups, kein wirklich sicherer Weg. Passt auf die Blitzbrocken auf. Machen wir. Cole, ein Nindroid-Geschwader nähert sich von oben. Na, und das Nindroid-Geschwader haben wir schon erwischt. Die Barrieren ist äußerst gefährlich, Cole. Du musst die entsprechenden Treiber zerstören. Cole, kannst du landen und deinen Tarnbuggy einsetzen? Klar. Mann, Jungs. Es sind sogar nur zwei von diesen Dingern, okay. Er ist gegen Luftangriffe geschützt, aber dein Tarnbuggy wird nicht genauer am Boden fliegen. Wenn du den Verschlüssler zerstörst, kann ich vielleicht die Position der Nindroid-Energiequelle bestimmen. Kein Problem. Lange sind wir nicht gefahren, aber zumindest kurz. So, wir haben 154.000 schon hier abgeräumt in dem Level. Ich bin begeistert. Ich bin schwer begeistert von unserer Leistung. Ich bin doch quer geflogen. Genau, und das hat mir vorhin nicht geschafft gehabt. Schieß doch! Ja! Knapp! Zerstöre. Ah, wir müssen mal ganz kurz gucken, ob hier vielleicht der rote Stein ist, aber das würde mich schon sehr wundern. Nee, hier ist auch nicht. So, hier müssen wir die Lasergeneratoren zerstören. Ja, wissen wir. Haben wir schon mal geschafft, schaffen wir wieder. Also, wir fliegen jetzt mal in die Richtung und schießen diese vier Dinger hier. Sollte ja kein Problem sein. So aufregend! Ich bekomme meine Erinnerung zurück! Ja, okay. Versuch dich bitte nicht so aufzuregen, wenn du dich an Mia und mich erinnerst. Was? Sorry, das Funks. Nein! Da haben wir einen vergessen. Also, das vergessen wir ihn einfach nicht schnell genug bekommen. Was soll das heißen? Ernsthaft jetzt? Cole! Einer fehlt uns noch. Beim letzten Mal, hat uns auch einer gefehlt. Gerade haben wir auch einen irgendwie nicht geschafft, weil wir da abgeschossen wurden. Naja, nicht so schlimm. Dafür haben wir 263.000. Ey, das ist Wahnsinn, was wir jetzt auf einmal an Münzen hier und an Charakteren bekommen. Und dann können wir uns. Oh, ich muss mich hier beeilen. Gut, dass wir das hier verpassen. So, geschafft. 273.000. Erfolgreich, würde ich sagen. Und sogar noch eine fette Explosion am Ende dazu bekommen. Sehr cool. Allein dafür hat es sich doch gelohnt für die fette Explosion. 463.000 haben wir jetzt insgesamt schon. Schön, damit können wir ja ans nächste Level gehen. Bin ich voll dafür. Ja, mal gucken. Was fehlt uns hier denn? Wir uns fehlen die Sammelgegenstände und wir ein Feind mit einem Vernichtungsschlag. Triff einen elektrisierten Feind mit einem Vernichtungsschlag. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.